Heute verrate ich dir die vier besten Aktien für Anfänger, mit denen man meiner Meinung nach nichts falsch machen kann. Wir werden dabei immer ganz kurz immer auf das Geschäftsmodell von dem jeweiligen Unternehmen eingehen und im Nachhinein werden wir uns auch gemeinsam die harten Facts, also wirklich die Zahlen von dem Unternehmen anschauen, wie es bisher performt hat und wie viel Potenzial da immer noch drin steckt. Wichtig an der Stelle erstmal ein Disclaimer von meiner Seite aus. Das spiegelt jetzt wirklich nur meine eigene Meinung wider. Bevor du also jetzt wirklich Geld in die Hand nimmst und das Ganze dann eben investierst, solltest du dich auf jeden Fall mit jedem Unternehmen erstmal selbst beschäftigen, eine eigene Analyse erstellen und erst dann Geld investieren. Du kannst mir aber gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was du von den einzelnen Unternehmen hältst, dein Feedback auch gerne mal reinschreiben und ob dir vielleicht noch das ein oder andere Unternehmen einfällt. Und falls du dich jetzt auch noch wunderst, warum ich dir bisher noch keinen Trading-Kurs, Finanzkurs, was auch immer angeboten habe, dann liegt es daran, dass ich dir jetzt hier nichts verkaufen möchte. Du kannst mich gerne mitverfolgen, indem du einfach den Kanal abonnierst, mit Glocke natürlich, dann bleibst du auch immer up to date, ist komplett kostenfrei. Und du kannst mich gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben. Das erste Unternehmen ist Walmart und Walmart ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Einzelhandelskonzern, der auch einen sehr großen Teil des US-Marktes beherrscht. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für die eigene Strategie, Everyday Low Prices, also wirklich jeden Tag halt eben günstige Preise anbieten können und das bei einem sehr, sehr breiten Warenangebot, weil sie halt eben verkaufen, wie zum Beispiel Kleidung, Elektronik, Lebensmittel und so weiter und so fort. Was viele gar nicht glauben werden oder vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, laut der Liste von Fortune Global 500 ist Walmart eins der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Also Walmart generiert tatsächlich mehr Umsatz als jeder andere Unternehmen auf der Welt, also auch mehr Umsatz als zum Beispiel Amazon. Dabei ist das Geschäftsmodell von Walmart recht simpel. Es ist halt eben der Einzelhandel und Walmart selbst unterteilt dieses Geschäftsmodell auch in drei verschiedene Segmente. Das erste ist Walmart US, danach kommt Walmart International und zu guter Letzt Sam's Club und die ersten beiden Segmente repräsentieren dann die Markenläden und die Produkte, die dort eben verkauft werden. Und das dritte Segment, also Sam's Club, repräsentiert dann eben die Lagerverkäufe. Wobei man hier sagen muss, diese Lagerverkäufe mit Sam's Club, das ist dann wirklich nur zugänglich mit einer Mitgliedschaft. Zwar versucht Walmart auch schon seit mehreren Jahren im E-Commerce-Bereich voranzukommen und dort auch zu wachsen, quasi als Konkurrenz zu Amazon. Man muss aber ganz ehrlich sagen, es macht immer noch einen kleinen Bruchteil des Gesamtumsatzes aus. Trotzdem hat Walmart es geschafft, in den letzten Jahren zum größten Arbeitgeber der Welt zu werden und das mit über 2 Millionen Angestellten in über 10.500 Stores. Und damit kommen wir auch schon zu den Zahlen, Daten und Fakten. Und Walmart hat derzeit eine Marktkapitalisierung von ungefähr 330 Milliarden US-Dollar und das bei einem Umsatzwachstum auf die letzten 10 Jahre gesehen von ungefähr 2-3%, also wirklich stetig langsam am Wachsen das Unternehmen. Man könnte schon fast sagen, dass das so ein klassisches Warren Buffett Unternehmen ist, also wirklich sehr, sehr großes Unternehmen, was dann halt eben langsam vor sich hin wächst, also nichts Spannendes. Man sollte da auch nicht erwarten, irgendwelche extremen Kurssprünge im Aktienkurs dann eben zu sehen, sondern das Ganze sollte man eher dann doch eher als langweiliges und sicheres Investment ansehen. Was aber einem trotzdem auffällt und was ich jetzt hier auf jeden Fall noch mit anbringen möchte, obwohl der Umsatz in den letzten 10 Jahren stetig weiter nach oben gewachsen ist, ist leider der freie Cashflow in den letzten 5 bis 10 Jahren sogar gesunken, wenn man sich das Ganze durchschnittlich anschaut. Und genauso sind auch die Nettoeinnahmen tatsächlich gesunken. Diese sind sogar in den negativen Bereich gesunken, dass man jetzt mittlerweile bei minus 2,08% sich befindet. Das Ganze ist tatsächlich nicht positiv, aber es gibt auch Gründe dafür. Welche Gründe hat das Ganze, beziehungsweise warum ist der Aktienkurs denn in den letzten 10 Jahren über 100% gestiegen und was ist eigentlich denn eben der Anreiz, in Walmart zu investieren? Das lässt sich leicht erklären, denn Walmart kauft mit dem freien Cashflow die eigenen Aktien wieder zurück und zahlt auch jährlich eine Dividende aus. Und das seit unglaublichen 49 Jahren. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum, in dem Walmart es geschafft hat, jedes Jahr halt eben eine Dividende auszuzahlen. Und in den letzten 10 Jahren hat Walmart es sogar tatsächlich geschafft, die Dividende dann eben jährlich zu erhöhen. Und das um ungefähr 3,6%. Somit befinden wir uns Stand heute bei einer Dividendenrendite von ungefähr 1,8%. Insgesamt hat Walmart ein sehr stabiles Geschäftsmodell, vor allem mit der Strategie, jeden Tag günstige Preise anbieten zu können für die eigenen Kunden, denn im Einzelhandelsbereich ist das auch tatsächlich für viele Kunden der Fokus. Wenn man dann eben einkaufen geht, dann vergleicht man doch häufiger die Preise, vor allem jetzt bei der hohen Inflation schauen sich die Leute den Preis 2-3 Mal genauer an und versuchen da eben das Günstigste rauszufinden. Walmart kann das Ganze den Kunden eben anbieten, vor allem weil sie halt eben bei sehr vielen Lieferanten oder auch Produzenten sehr große Mengen kaufen und im Grunde genommen dafür dann natürlich auch viel größere Rabatte bekommen als zum Beispiel die ganzen kleineren Einzelhandelsunternehmen.
Außerdem hat Walmart in den USA schon mittlerweile so einen großen Bekanntheitswert und wie gesagt, es ist auch tatsächlich auch weltweit gesehen der größte private Arbeitgeber. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Deswegen können sich viele Leute das gar nicht mehr wegdenken. Viele gehen dort einkaufen, wie wir es hier zum Beispiel auch kennen von Aldi oder Kaufland, je nachdem, wo man dann halt eben gerne einkaufen geht. Vor allem jetzt, wie gesagt, bei der hohen Inflation versucht man ja doch eher in die Einzelhandelsläden zu gehen, wo das Ganze dann doch etwas günstiger ist. Du kannst mir aber gerne einfach mal unten in den Kommentar reinschreiben, was du von Walmart hältst. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Unternehmen, mit dem man nicht wirklich was falsch machen kann. Also wirklich ein Unternehmen für jeden Anfänger. Und das ist Alphabet, beziehungsweise vielen wahrscheinlich auch als Google bekannt. Alphabet selbst ist eine Holding, also eine Dachgesellschaft, zu der dann halt eben sehr viele verschiedene Tech-Firmen gehören, wie zum Beispiel halt eben Google. Also das ist somit das bekannteste. Unter Google ist dann halt eben YouTube. Da gehören aber auch noch ein paar andere Tech-Firmen dazu, wie zum Beispiel Loon, DeepMind, Waymo und noch einiges mehr. Bekannt ist Alphabet den meisten Leuten vor allem wegen Google und wegen YouTube und damit kommen wir auch schon zum Kerngeschäft von Alphabet. Es ist natürlich zum einen die Google-Suchmaschine und auch, wie vorher schon erwähnt, YouTube, aber es gehören auch Sachen dazu, wie zum Beispiel Google Chrome oder auch Gmail, Google Cloud und die Android-Systeme. Und der Umsatz, den Google dann am Ende des Tages generiert, beziehungsweise halt Alphabet, kommt daher, dass man halt auf diesen ganzen verschiedenen Plattformen Werbung schalten kann. Vielleicht habt ihr auch hier vor meinem Video eine Werbung gesehen. Das ist zum Beispiel etwas, womit Google dann am Ende des Tages Geld verdient. Die schalten dann halt, wie gesagt, Werbung überall. Und ihr könnt euch das Ganze dann eben so vorstellen, Unternehmen gehen auf Google zu, bezahlen Geld dafür, dass halt eben Werbung für dieses Unternehmen irgendwo bei Google geschaltet wird, wo die Unternehmen das Ganze halt eben sehen möchten. Und am Ende des Tages verdient daran Google und in diesem Fall natürlich bei YouTube ist es halt eben so, dass das Ganze aufgesplittet wird, dass ich als Creator 50% der Einnahmen bekomme und YouTube auch 50% der Einnahmen bekommt. Das heißt für euch, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann schaut euch natürlich gerne meine Videos mit Werbung an. Dann kommen wir hier jetzt einmal zu den Zahlen und Fakten von Alphabet. Google hat derzeit eine Marktkapitalisierung von unglaublichen 1,5 Billionen Dollar. Und das bei einem stetigen Umsatzwachstum von ungefähr 21% auf die letzten 10 Jahre gesehen. Und aufgrund von der Pandemie hat es Google tatsächlich auch geschafft, im Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von ungefähr 41% zu generieren. Das Geile bei Google halt oder Alphabet, wie auch immer ihr es nennen wollt, ist, dass aufgrund der hohen Nettomarge, und das ist ganz oft bei solchen Softwareunternehmen halt, dass die Nettomarge relativ hoch ist, die es auch geschafft haben, nicht nur den Umsatz dann halt eben so stark zu erhöhen in den letzten 10 Jahren, sondern auch das Nettoeinkommen ist in den letzten 10 Jahren extrem angestiegen und das im Durchschnitt halt ungefähr um 21%. Du siehst also, was Google für ein Monster ist. Also es ist wirklich ein unglaubliches Unternehmen, das es schafft, bei so einer Größe immer noch ein extrem hohes Umsatzwachstum und ein extrem hohes Gewinnwachstum zu produzieren. Das kann man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen. Und an der Stelle muss man auch noch anmerken, dass Google noch nicht mal das volle Potenzial ausschöpft, was es halt eben hat. Und zwar bewusst nicht ausschöpft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann in der Zukunft dann noch kommen wird. Aber Google hat im Endeffekt die Preismacht über die Unternehmen. Es kann halt die Werbungskosten, wenn es möchte, einfach nach oben anpassen. Das heißt, die Preise halt eben für die Werbungen, wenn Google möchte, kann es halt eben nach oben anpassen. Und die Unternehmen sind halt zum großen Teil halt von der Werbung von Google abhängig und müssten halt einfach bei diesen Preiserhöhungen mitgehen und könnten gar nichts dagegen machen. Zusätzlich wächst auch noch der freie Cashflow von Google, von Alphabet, jedes Jahr weiter nach oben. Ist einfach nur super anzusehen. Es ist generell eine extrem starke Bilanz. Wenn man sich alle Kennzahlen mal von Alphabet anschaut, dann muss man einfach sagen, es ist eine sehr, sehr starke Bilanz. Und man sieht es auch zum Beispiel bei dem Cashbestand bzw. bei den Barwerten und den marktfähigen Wertpapieren. Wenn man das Ganze einmal zusammenrechnet, dann sieht man, dass halt Alphabet genug Cash im Bestand halt eben hat, um zum Beispiel von heute auf morgen alle kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Und somit muss man einfach ganz klar sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Alphabet irgendwann insolvent geht. Dementsprechend ist natürlich auch der Aktienkurs von Alphabet in den letzten 10 Jahren um ungefähr 800% gestiegen. Ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich das Ganze einmal anschaut. Man muss aber ganz klar sagen, dass das immer noch ein Investment für die Zukunft ist. Also wenn man selbst heute in Alphabet investiert, das Unternehmen hat einfach Zukunft. Man sieht, dass das Umsatzwachstum enorm weiter zunimmt, vor allem jetzt, dadurch, dass die Welt halt noch um einiges digitaler wird und einfach der Burggraben, den Google, den Alphabet da eben hat, sich aufgebaut hat,
der ist extrem stark und es ist natürlich für viele Konkurrenten einfach unmöglich, dort jetzt noch einzusteigen, einfach aufgrund des Netzwerkeffektes, den Google da für sich genutzt hat. Es hat sehr, sehr viele Daten in den letzten Jahren halt eben einsammeln können von den einzelnen Kunden und das verbessert natürlich dann eben auch das Erlebnis der Kunden. Das heißt, wenn man in die Suchmaschine irgendwas eintippt bei Google, dann kommt man auf viel bessere Ergebnisse, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine unbekanntere Suchmaschine dann eben nutzt, einfach aufgrund der großen Datenmengen, die dann eben verarbeitet haben in den letzten Jahren. Das gleiche ist natürlich auch bei vielen anderen Tools dann eben von Google zu sehen. Dann kommen wir hiermit auch schon zum dritten Unternehmen und das ist Johnson & Johnson. Es ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Pharmazie- und Konsumgüterhersteller und ist Stand heute eines der größten Gesundheitsunternehmen der Welt. Bei Johnson & Johnson sind derzeit ungefähr 127.000 Mitarbeiter angestellt und das in über 60 verschiedenen Ländern. Und die Produkte, die dann eben von Johnson & Johnson produziert werden, werden derzeit in über 175 Ländern dann eben auch verkauft. Also du siehst, es ist ein definitiv sehr, sehr großes Unternehmen und Johnson & Johnson unterteilt das eigene Geschäftsmodell auch in drei verschiedene Segmente. Das erste Segment ist Pharmaceutical Products, danach kommt Medical Devices. Und das letzte Segment ist dann Consumer Health Products und man muss hier sagen, dass die Pharmaziesparte den größten Anteil am Umsatz ausmacht, ungefähr 50%. Danach kommen die Medical Devices mit ungefähr 30% und ganz zum Schluss mit ungefähr 20% kommen halt eben diese Health Products. Und so hat dann halt eben Johnson & Johnson viele Bereiche im Gesundheitswesen dann gleichzeitig abgedeckt. Das Unternehmen selbst könnte man sogar fast als Invest and Forget Investment bezeichnen, weil es schon einfach seit über 100 Jahren existiert und es auch geschafft hat, in den letzten 58 Jahren jedes Jahr die Dividende zu erhöhen. Damit kommen wir auch schon zu den Zahlen, Daten und Fakten von Johnson & Johnson. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ungefähr 460 Milliarden US-Dollar, also es ist doch definitiv ein etwas größeres Unternehmen und der Umsatz steigt auf die letzten 10 Jahre gesehen im Durchschnitt um ungefähr 4%. Vor allem die Pandemie hat dem Ganzen nochmal so einen richtigen Boost gegeben, wo man dann eben sagen muss, dass das Ganze dann im Umsatz auch nochmal sehr, sehr stark angestiegen ist, weil wenn man sich das Ganze einmal in den Zahlen anschaut vor der Pandemie die letzten Jahre, dann muss man einfach ganz klar sagen, ist der Umsatz nicht mehr nennenswert gestiegen. Ähnlich wie bei Walmart kann man bei Johnson & Johnson fast behaupten, dass es eher ein typisches Warren Buffett Investment sein könnte, also dann doch eher ein etwas langweiligeres Geschäftsmodell, ein langsames, stetiges Wachstum, was dann eben vorhanden ist. Dafür hat man aber natürlich auch ein sehr, sehr überschaubares Risiko. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man ein 10x sieht in den nächsten 2 Jahren, aber dafür halt das Risiko sehr überschaubar und man hat dann halt eben auch eine sehr, sehr lange Geschichte, auf die man dann eben zurückblicken kann und das auch natürlich bei einer Dividendenrendite, die quasi abgesichert ist. Der Aktienkurs von Johnson & Johnson und vor allem auch die Entwicklung der letzten 10 Jahre braucht sich aber auf gar keinen Fall verstecken, denn jeder, der jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren in das Unternehmen eingestiegen wäre, hätte jetzt in den letzten 10 Jahren Stand heute 170% gemacht und das muss man einfach ganz klar sagen, bei diesem überschaubaren Risiko und bei einem Investment, was eher als langweilig gilt, ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Rendite, das muss man einfach ganz klar sagen und das ohne Berücksichtigung der Dividende und die Dividendenrendite liegt Stand heute bei ungefähr 2,8%. Damit kommen wir auch schon zum letzten Unternehmen, das wahrscheinlich den meisten von euch bekannt ist und das ist Microsoft. Es ist ein internationales Technologieunternehmen, vor allem bekannt durch das Betriebssystem Windows und es ist eines der größten Softwareunternehmen auf der gesamten Welt mit mittlerweile mehr als 180.000 Mitarbeitern. Das Geschäftsmodell von Microsoft teilt sich hier genau wie bei vielen anderen Unternehmen in 3 Segmente auf. Das erste ist Productivity and Business Processes, danach kommt Intelligent Cloud und zu guter Letzt dann More Person Computing und dabei machen auch alle 3 Segmente ungefähr 1/3 des Gesamtumsatzes von Microsoft aus. Generell lässt sich sagen, dass zu Microsoft natürlich nicht nur das Betriebssystem Windows gehört, sondern auch einiges mehr, wie zum Beispiel Xbox, Microsoft 365, Microsoft Surface und noch einiges mehr. Dabei generiert Microsoft jetzt nicht nur Umsatz aus den Einzelverkäufen, wie zum Beispiel des Surface oder der Xbox, sondern auch hauptsächlich aus den verschiedenen Abo-Modellen, wie zum Beispiel von Microsoft 365. Zu guter Letzt kommen wir auch bei Microsoft zu den Zahlen und Fakten und die Marktkapitalisierung von Microsoft liegt derzeit bei ungefähr 1,98 Billionen US-Dollar, ist wirklich extrem krass
und das bei einem Umsatzwachstum auf die letzten 10 Jahre gesehen von ungefähr 10%. Zwar zahlt Microsoft auch eine geringe Dividende aus, man muss hier aber bei diesem Wachstum immer noch von einem Growth-Unternehmen sprechen, obwohl die Marktkapitalisierung schon extrem hoch ist, muss man immer noch sagen, es ist ein Growth-Unternehmen und die Dividendenrendite liegt derzeit bei ungefähr 0,9%. Das heißt, man kann das auch ruhig erstmal vernachlässigen. Das Risiko bei Microsoft ist natürlich recht überschaubar, da es einfach eines der größten Unternehmen der Welt ist. Dementsprechend sieht natürlich auch die Bilanz von Microsoft sehr, sehr stark aus. Bei einem gesamten Cashbestand, also wenn man die Barwerte, die marktfähigen Wertpapiere und so weiter alles zusammenrechnet, von ungefähr 130 Milliarden US-Dollar könnte Microsoft von heute auf morgen alle kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten einfach sofort zurückzahlen. Und damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz bei Microsoft sehr, sehr unwahrscheinlich. So sehen es auch die Investoren, denn in den letzten 10 Jahren ist Microsoft um ungefähr 900% im Kurs gestiegen, was natürlich eine verdammt krasse Rendite darstellt. Man kann aber auch, wenn man davon ausgeht, dass Microsoft weiter sehr, sehr stark performen wird, immer noch in Microsoft investieren. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Digitalisierung und natürlich auch unter anderem zum Beispiel die Pandemie mit Teams, ich habe das selber bei der Arbeit sehr, sehr häufig genutzt, auch mit dazu beigetragen haben, dass Microsoft noch bekannter geworden ist, dass dieser Netzwerkeffekt noch mehr ausgebaut wurde. Dementsprechend sehe ich bisher die Zukunft von Microsoft sehr, sehr rosig. Du kannst mir gerne aber unten in die Kommentare reinschreiben, was du von Microsoft hältst. Das war jetzt erstmal meine Meinung zu den Top 4 Aktien für Anfänger, mit denen man nicht wirklich was falsch machen kann. Wie gesagt, du kannst mir gerne unten in die Kommentare deine Meinung mal reinschreiben, ob dir noch andere Aktien einfallen, ob dir irgendwelche Unternehmen einfallen, die ich jetzt noch analysieren sollte. Vielleicht auch mal ein explizites Video zu einem der 4 Unternehmen. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare generell deine Meinung. Interessiert mich wie immer sehr, in was du halt eben investierst, um mir selber auch mal ein Bild zu machen. Ich poste immer wieder mal Updates von meinem Depot, in was ich investiere, welche Aktien, welche Kryptowährungen und so weiter und so fort. Wenn du das Ganze mitverfolgen willst, mach das sehr gerne kostenlos. Einfach den Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du auch immer up to date. Wenn du wirklich das Video bis zum Ende angeschaut hast und das Video war auch tatsächlich etwas aufwendiger, weil ich sehr, sehr viel Recherche betreiben musste, würde es mich extrem freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und wirklich halt einen Kommentar auch vielleicht für den Algorithmus da lässt. Und wir sehen uns im nächsten Video.